So, einen wunderschönen guten Abend. Es ist 20.10 Uhr, Zeit für die ultimative Formelliga, UFL. Heute am Start in Großbritannien, auf einem Traditionskurs seit 1950 dabei, Silverstone. Technisch anspruchsvolle Strecke. Ich habe da so meine Schwierigkeiten, aus manchen Ecken raus zu beschleunigen. Nicht so ganz einfach. Und auch immer viel Schwung mitzunehmen. Denke hier, dass die bekannte Kurve Cobbs ist dann doch sehr tricky. Mit viel Schwung in die S's rein. Margots, Becketts und Chappelle. Mal schauen, wer es am besten meistert. Jetzt zum Qualifying 1. Wir haben hier heute Silverstone und zwar 18 Kurven sind zu meistern. Auf einer Streckenlänge von 5,89 Kilometer. Schauen wir mal. Ich hoffe, ja, wir starten es. Wunderbar. Okay, geht. Sodala. Fahrzeuge alle in den Boxen. Black Panther, schwarz-gelb. 18 Fahrer heute am Start. Bin begeistert. Das klingt schon mal sehr gut. Bin immer mächtig begeistert, wenn viele Fahrzeuge am Start sind. Ein neuer Fahrer heute dabei, soweit ich das mitbekommen habe. Das ist der FBI. Oder auch nicht. Ja, genau, auf der Position 4 momentan im Ferrari FBI 052. Der Rest ist, denke ich, wer regelmäßig zuschaut, bekannt. Momentan das Wiederholungsrennen. Motor holen auf. Mal schauen, wer zuerst rausgeht. Mal da wegen dem Ball bleiben. Qualifying 1. Einmal Black Panther auf der Strecke. Okidoki. Wollen wir uns mal Black Panther anschauen. Der nächste, ein Renault, geht auch noch raus. Levelmaster oder Totti, mal gucken. Black Panther geht jetzt hier raus. Auf Softs. Wir schauen zu. Altes wollen wir nicht. Die Rundendaten machen wir rein. Und die momentan ausgerüsteten Reifen, würde ich sagen, ist okay. Dann ist auch der Fix ist draußen. Levelmaster ist raus. Okay. Schauen wir mal, was der Mercedes-Pilot Black Panther heute so abliefern kann. Information gleich gekommen. Es bleibt trocken. Ja, habt ihr ein Schwein. Trockene Bedingungen in Großbritannien ist natürlich traumhaft. Sind hier doch, glaube ich, vom Spiel her gegeben. So bestimmt 50% Regenwahrscheinlichkeit mit eingebaut. Also, Gott sei Dank, es bleibt trocken. Ich auch ein Freund von trockenen Bedingungen. Ich mag keinen Regen. Aber ich muss ja nur kommentieren, nicht fahren. Aber ihr habt Glück, es bleibt trocken. Gut. Ah, FIFA Master sagt Hi, ja. Ich sage auch Hi, grüß dich. Ich bevorzuge jetzt zum Qualifying immer ein bisschen die Cockpit-Perspektive. Drei Qualifyings. Ist dann doch ein bisschen lang. Müssen wir uns eigentlich ein bisschen die Zeit totschlagen, jeden einzelnen Fahrer hier reinzukriegen, wird schwierig werden. Ich gehe dann schon auch die Spitzenpositionen durch. Fangen wir an. Begleiten wir mal hier. Black Panther kommt jetzt in die Arena rein. Sauber rausgeschleunigt aus Flafield. Dann haben wir hier Kurve 1920 und jetzt kommt Cobbs, die möglichst mit verdammt viel Schwung nehmen und dann sind wir auch schon in den S's drin.
Da kannst du hier viel Zeit liegen lassen. Gerade hier die tricky Kurve hier rechts-links-Kombination und dann rausbeschleunigen und das DRS öffnen. Und hier, ja, das ist hier bei dem Spiel, da kann man sehr weit rausgehen. Fix hat die erste Zeit schon gesetzt, 1.28.319. Den habe ich jetzt leider verpasst. Ich dachte, Black Panda wäre der erste. Mist! Und Black Panda auf der Pole momentan mit einer... Ach, Pole. Schwarm. Ihr wisst ja, 15 Fahrer Q1 kommen weiter. Drei Fahrer steigen aus. Okay, einmal draußen der Black Panda. Der Fix war gerade unterwegs. FBI, der neue Mann. Auch in den S's unterwegs. FIFA Master, wie geht's? Ja, mir geht's gut. Alles bestens. Ein 27,7, schon mal das erste Ausrufezeichen, setzt sich auf die 1. Und Kai Ebel, 1,27,9 auf der 2. Und nochmal Falkberg, 1,28,551, okay. Wollen wir uns doch mal den Totti zu Gemüte führen. Ich glaube, Cotti könnte vielleicht gerade anfangen. Auch erster Sektor schon durch. Ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich hier wieder... Ja, Kops, wenn du da zu weit rauskommst, kriegst du die Sache aberkannt. Mal ganz kurz schauen. Ja, ERS ist für mich aus. Okay. Dann können wir gleich umschalten. Wer fährt noch? Das sind die ersten drei, sind schon durch. Falkberg auch eine Zeit gesetzt. Liebe Herr RNQ. Geht okay. RNQ auf der Outlap noch. Ja, sehr gut. Warte mal, da kommt noch. Liebe Herr. Da ist RNQ schon weiter vor. Fahren mit dem lieben RNQ mit. Den Fahrer kenne ich auch schon ein bisschen länger. Ja, ich glaube, zeitmäßig sehen wir da schon noch ein bisschen mehr. Also ich glaube, dass es die Spitzenleute werden da locker unter 1,27 kommen. Ich habe da so eine... Ich sag's euch dann, wenn wir dann ins Q3 kommen, wo ich denke, auf welcher Zeit wir uns da einpegeln. Dann. Jetzt die Passage hier kann man vielleicht schön überholen. Und hier, ja, musst du eng über den Curb gehen und hier kannst du viel Schwung verlieren, wenn du da zu stark bremst. Am besten gar nicht viel bremsen, sondern mehr mit dem Gängen spielen. Einmal runterschalten, gleich wieder hoch und früh aufs Gas. Früh aufs Gas wird immer das große Geheimnis sein, um viel Zeit zu gut zu machen. Dann Curbs, ja, die hat er natürlich jetzt nicht gut genommen. Ich bin da eher derjenige, der bei Cops nochmal einen Gang runterjagt. Und den siebten, genauso wie hier, gehe ich mit dem siebten Gang durch. Und schalte hier in der letzten Rechtskurve nach in den sechsten runter und baller wieder auf den siebten rein. Aber das muss ja jeder für sich entscheiden, wie er damit am besten klarkommt. Ja, wir gucken schon, also die Spitzenkandidaten Marvin, Nico, Pave, wobei Pave jetzt raus ist. Schauen wir uns den RNQ noch an, zu Ende, dann gehen wir zu Pave rüber. Ja, wer macht heute die Pole? Ich glaube, es ist gar nicht mehr so einfach, das vorauszusagen. RNQ jetzt auf der 1, 1,27,531. Und der Pave, wo ist der liebe Pave? Da ist der liebe Pave. Hat auch schon angefangen, Sektor 1 mit einer 1, mit 27,348. Kommt da nicht so perfekt rein in die Kurve. Marvin, let's go, ja. Ich glaube, Marvin ist schon einer der Kandidaten, der die Pole heute holen kann. Ich denke, Pave ist auch einer, der die Pole holen kann. Nico. Vielleicht auch Jan, sicherlich der mit vorne. Oh, da hat er ein leichtes Auto. Bisschen
Ah, ich habe gerade ein bisschen Blähungen, Bauchschmerzen, deswegen komme ich ins Stocken mit meinen Gesprächen. Heinland sagen, es gab mich heute Chili con Carne und ihr wisst ja, jedes Böhnchen ein Tönchen. Also, kleiner Gag am Rande. So, lieber Pave, hat jetzt auch ein Wahnsinnsrennen letzte Woche abgeliefert. Das wiederholen und setzt sich schon mal auf die 1, 1,27,28. Ich sage ja, mein Verdacht, dass wir hier unter 1,27 kommen, der wird hier sehr nahe liegen. Aber auf alle Fälle, der liebe Pave, letzte Woche noch, beziehungsweise ja, am Sonntag war es, das Wiederholungsrennen in Bahrain, da von ganz hinten auf die Position 3 gefahren. Also wirklich. Oder war es 4? Mensch, das habe ich vergessen. Auf alle Fälle von ganz hinten vorgearbeitet, war klasse. Ja, in dem Sinne, mein lieber Marvin, der liebe Nico, immer noch in der Box. El Pito, mein Freund, und mein lieber Camo ist auch draußen. Schauen wir mal, wo die Jungs sind. Ich schaue mal ganz kurz rein, ob er hier, ja, er ist voll offen. Ah, hat er schön eng genommen, klasse. Und hier kannst du ziemlich weit rauskommen, wenn du da links den Körper nicht voll mitnimmst. Da ist das Spiel sehr gnädig, also wird nicht gleich aberkannt. Ein 27192. Aber ja, setzt sich hiermit mal auf die Spitze und wir nähern uns meiner Befürchtung die 1,27er Marke. Wer knackt sie als erstes? Ich denke, dass wir die auf alle Fälle in Q3 dann knacken werden. Schlüsselstellen finde ich auf diesem Kurs. Ja, Kops gehört dazu. Und im Endeffekt glaube ich, wo ich mich auch immer ein wenig schwer tue, ist der letzte Sektor. Da verliere ich auch immer sehr viel Zeit. Gerade da diese dumme Schikane, das Rausbeschleunigen auf Start und Ziel, dann habe ich so meine Probleme. Ah, Kops hat er schön genommen. Mit sehr viel Schwung. Ja, und natürlich die S's hier. Die S's sind hier auch so ein Faktor, wo man natürlich was liegen lassen kann. Ganz klarer Fall. Wie auf jeder Strecke gibt es sicherlich Kurven, wo du sagst, oh Mann, die kann ich wirklich besser kriegen. Okay, 2 Sekunden langsamer. Ich glaube, das habe ich hier umsonst aufgeschaltet. Aber wir sehen hier Marc, Nico, Marvin auf der Outlap. Ich würde vorschlagen, wir gehen hier doch mal zum Marvin und schauen uns mal die komplette Liga, komplette Runde. Und ich habe einen Volltreffer gelandet. Der liebe Marvin geht jetzt auf die schnelle Runde. Das haben wir doch gut hinbekommen. Ja, ich denke, der Marvin ist hier sicherlich der absolute Top-Kandidat für Pole und für Sieg. Unglaubliche Zeiten, was der junge Mann hier abliefert. Bin ich echt voll begeistert. Gelbe Flagge, Sektor 3, ja, das kümmert uns jetzt nicht. Er ist noch weit genug weg. Ja, schön genommen hier. Viel Schwung. Genau, jetzt bin ich gespannt, wie er Curbs. Lässt er sie laufen? Ich glaube, er lässt sie laufen. Ja, er ist noch voll drauf. Mitgenommen. 1,2,9,4,3. Ich glaube, das ist bis jetzt die schnellste Sektorenzeit 2, die ich bis jetzt gesehen habe. Mal schauen, ob ich mich täusche. Schalte die 2 Gänge runter. Kommt auch schön weit raus. Aber noch im Rahmen. Alles in Ordnung. Leichter versteht das Rad. Links vorne. Und jetzt hat er auf Start und Ziel. Und da haben wir doch schon mal eine 1,26,7,29. Mit 4 Zehnteln auf Camo. Schon mal ein Ansatz, wo ich sage, ey, hau ihn auf. Teamkollege Jan auch unterwegs mit seinem tollen Halloween-Helm. Ich finde den Helm klasse. Also
Der Hard Code Master ist echt mal was Schönes eigentlich. Oh, das ist glaube ich dieselbe Zeit. 1, 2, 9, 7, 9. Ja, hau mich weg. Sektor 2 gleich schnell mit Marvin, was ich jetzt im Kopf habe. Jetzt macht es der Sektor 3 aus. Und die Schlussschikane. Brooklands und Lafield. Und dann sind wir Woodcade und dann sind wir durch. Nico auf der Brücke. Oh, 3000stel. 1,26,658 von Nico und 3000stel langsamer ist Jan. Marvin mit 70.000stel dahinter. Also genau das möchte ich dann später in Q3 sehen. Das kann ja interessant werden, aber ich glaube, da geht noch ein bisschen mehr. Jungs, das war noch nicht alles. Das war eine Runde jetzt. Ich denke, da ist noch eine halbe Sekunde drin, die er rausquetscht. Ich weiß, ich verlange viel, aber ich habe hier so eine Referenzzeit. Wenn er die rankommt, dann sei er echt klasse. Dazu in Q3 mehr. Bleibt dran, dann verrate ich es euch, welche meine Referenzzeit ist. Schwarz-Gelb. Schauen wir mal auf Schwarz-Gelb. Vielleicht erwischen wir Schwarz-Gelb. Ah, ist hier 4 Zehntel schneller. Ja, jetzt irgendwie. Oder ist er schon durch? Ah, das war ein Abbruch, glaube ich. Jetzt hat er abgebrochen. Yes! Der ist schon durch. Ja, ich gehe mal auf den Kai. Meine Kinder sind da und die helfen mir wieder, auf wen ich überall hinschalten soll. Kai schneller. Nochmal 20.000stel gefunden. Ja, FIFA Master. Boah, ja genau, da kommt noch was. Warte mal ab. Da geht es noch ein bisschen niedriger. Eine halbe Sekunde ist bestimmt noch drin. Ja, letzte Woche, das Sonntagswiederholungsrennen in Bahrain, da hat der Marvin auch die Muskeln spielen lassen. Also im positiven Sinne. Hat da das Rennen überlegen gewonnen. Gefolgt dann von seinem Teamkollegen Jan, der fehlerfrei lief. Der Pechvogel letzte Woche war Nico. Der hat da mit im Führungsfeld liegend, auf 2 glaube ich liegend, dann das Auto verloren. In der Kurve 2. Somit ist er erstmal durchgereicht worden, war letzter, ist zwar noch in die Punkte, glaube ich, gefahren, aber 1,27,551 für den lieben Kai Ebel, der heute mal mitfährt, statt uns die Fahrer zu kommentieren, zu interviewen, meine ich. Also, ein Scherz beiseite, also den UF1L Kai Ebel, den finde ich wirklich urig. Der Name hat es in sich, der ist cool. Eine Minute noch und wir haben eigentlich nur Level Master, der scheinbar das Auto vernichtet hat und Ricciardo fehlt noch. Mein Sohnemann nervt mich schon wieder. Ja, ich gehe ja schon zum FBI, ist ja gut, bin ja schon drauf. Dem eine Sekunde auf die Spitzenzeit treten. Mal schauen, ob er noch was rausquetscht. Aber der FBI ist doch noch auf der Outlap, die jetzt gleich beginnen wird. Ah, liebe Herr, wo ist liebe Herr eigentlich? Mein Freund, liebe Herr, 16. Ei, auf dem heißen Stuhl, da muss noch was kommen. Was heißt heißer Stuhl? Der heiße Stuhl ist vom Falkberg besetzt momentan, da muss auch noch was kommen. Wenn man ins Q2 noch rein möchte. Gelbe Flagge, Sektor 3. Ach, das ist der Falkberg gewesen. Ja. So, und somit sind wir bei FBI. Der neue Fahrer, gehen wir nochmal mit. Ich jag die auch mit dem 7. durch. Bleib auch im 7. so wie es er macht, genau. Und dann gehe ich runter, ab in den 3. Schön eng nehmen, kurz beschleunigen. Genau, und hier gar nicht viel bremsen, sondern wirklich das Auto laufen lassen. Und nur mit der Schaltung arbeiten. Dann nochmal schön raus beschleunigen. Schön viel Schwung nehmen auf die lange Gerade. Natürlich DRS auf, volle Pulle auf Überholen. Und dann links, jetzt ganz nah an den Körper ran. Ja, war nicht schlecht, ein bisschen näher geht noch. Jetzt halt hier nur schalten. Nur schalten und wieder hochschalten, genau. Nicht bremsen. Dann gehen wir hier rechts nochmal. Und jetzt schön über die Linie. Genau so, Alter. Als wenn ich selber fahren würde. So, jetzt Händler, baller ich das Auto nochmal runter in den Gang. Ich schalte hier kurz runter. Ich weiß nicht warum, ich brauche das immer. Und dann viel Power hier nochmal durch. Wir haben schon, die Zeit ist schon abgelaufen. Alle sind durch. Nur FBI ist noch unterwegs. Und Black Panther, die ihre Zeit gar nicht mehr setzen brauchen, weil sie schon durch sind. Geflogen ist Falkberg, ungefähr, liebe Herr. Und Marvel Master. Sind raus. Müssen sie jetzt leider nochmal hier begnügen. Gucken.
Aber trotzdem bleibe ich jetzt hier in der letzten Runde auf FBI dran, der sich hier warm schießt für Q2. Ich denke fast überraschungsmäßig mit Strategie. Ich glaube, ich habe die Strategie von Großbritannien nicht mehr im Kopf. Mal gucken, ob dann die meisten auf Medium rausgehen. FBI verbessert sich auf Platz 6. Der Black Panther ist auch noch unterwegs. Der braucht auch nicht mehr fahren. Auch schon durch. Aber er fährt nochmal. Versucht es nochmal. Liebe Herr ist hier. Nee, passt auf. Einmal frei. Finde ich immer wichtig. Und, oh ja, gut. 1.30.9, da hat er schon vorher abgebrochen. Jetzt sind wir durch. Einmal Q1 beendet. Wir haben gebraucht 21 Minuten. Mit Ladezeit natürlich. Wir haben hier Silverstone im trockenen Q1 bewältigt. Gehen über zu Q2. Q2 bekanntlich wird jetzt hier rausgefahren. Die ersten 10 qualifizieren sich für Q3. Und zweitens der Startreifen ist der Reifen, mit dem sich eben die ersten 10 qualifizieren. Jupp. Schauen wir uns den Black Panther noch gar an. Liebe Herr ist schon in die Box gefahren. 48 Sekunden, dann geht es hier auch weiter. Ich bin begeistert, 10 Zuschauer. Klasse, schönen guten Abend nochmal an alle die, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Das ist ganz gut. Dann können wir nämlich ganz kurz mal wegen dem letzten Rennen in Bahrain. Der Sieger war ja hier der junge Mann Marvin. Hat momentan 311 Punkte in der WM. Gefolgt der amtierende Weltmeister Jan. Oh stopp, wir machen was anderes. Wir geben ganz kurz durch. Qualifiziert. 1 Nico, 2 Jan. Marvin 3, Camo 4, P5, FPI der neue Mann auf 6, Schwarz-Gelb auf 7 im Mercedes, RNQ auf 8, Kai Ebel auf 9, LP2 auf 10, Ricciardo auf 11, Black Panther auf 12, Phantom auf 13, Totti auf 14, Fix ist noch drin auf 15, Falkberg raus, liebe Herr raus, Master, mein lieber Falkberg, da geht, ich weiß, dass da mehr geht, mein Freund. Letzte Saison mit dem Falkberg waren wir beide in einem Team, nicht in der UFL, sondern woanders und haben zum Ende die Konstrukteurs-WM geholt. Also ich weiß, dass der Junge was kann. Jedenfalls der WM-Stand, ich war noch nicht fertig, solange die Jungs noch in der Box sind. Marvin auf 1 mit 311 Punkten, gefolgt von Pave mit 271, Platz 3 Nico mit 231. Also sprich, Pave hat 40 Punkte Rückstand. Wir haben insgesamt 21 Rennen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, genau. 16, das heutige 17. Rennen. Jo, bei 40 Punkten. 17. Rennen heute. Also insgesamt noch 5 Rennen. Das ist schon ein ganzes Polster, ne? Da kann er jetzt sich sogar leisten, zweimal auszufallen, wenn es blöd läuft. Lieber Bastian, du stehst mir genau im Bild. Jetzt sehe ich was. Wunderbar. Wir ploppen wieder auf einmal. Nein, das wollen wir nicht, sondern so. Ausgerüstete Reifen. Und da haben wir es nämlich schon. Fix ist verlassen. Oh oh. Soundbug vermutlich wieder mal. Ich hasse Codemasters. Ich hasse dieses Spiel. Nein, ich mag das Spiel. Aber diese ganzen Bugs, ist es zum Kotzen. Zum Davonlaufen wirklich. Boah, es macht keinen Spaß manchmal. Wenn du dann eben Q2 plötzlich lädst und plötzlich hast keinen Motorsound mehr. Ja, was willst du da fahren? Also ich bin auch abhängig davon. Ich muss das Auto natürlich hören, um fahren zu können. Das heißt, Lobby raus, wieder reinspringen, beten, dass es dann funktioniert. Ah, da müsste echt Multiplayer-Modus, Codemasters, bitte überholt diesen Modus fürs nächste Jahr F1 2020. Da macht ihr einfach zu wenig. Es ist so wirklich echt ein tolles Spiel, was es so hergibt. Gerade auch die ganze Sache mit ohne Fahrhilfen. Macht das Ganze wirklich interessant, nochmal schwieriger. Das Reifenmanagement, das finde ich persönlich klasse. Die Umsetzung mit ERS und dem DRS sicherlich in das Spiel super implementiert, aber eure Fehler sind einfach doch nicht so hoch. Das ist meine persönliche Meinung. Da wiederholen sich so manche Fehler einfach von Spiel zu Spiel, die immer wieder dieselben sind. Und das ist, finde ich, nicht tragwürdig. Also ihr wisst selber, das Ding kostet 70 Euro.
Und für 70 € möchte ich dann schon einigermaßen Qualität, was ich sage, reibungslos. Wenn es am Anfang rumspinnt, habe ich Verständnis dafür. Aber jetzt ist er auch schon wieder, wann ist rausgekommen? Im August oder sogar früher, im Juni, glaube ich, dieses Mal. Fix es wieder rein. Gott sei Dank. Wir gehen jetzt wieder in die Kameraperspektive. Verfolgen lieben Pave auf Mediums. Jedenfalls eben, das Spiel ist jetzt schon 4 Monate, glaube ich, draußen und diese Fehler. Oh, furchtbar. Der Tony sagt: Hi, grüß dich. Genug gelästert über das Spiel. Ich spiele es ja trotzdem, mir gefällt es ja. Genau, der lässt hier auch den Motor schön wirken. Mit der Motorbremse das Auto um die Kurve gescheucht. Auch schön über die Linie. So, Curbs, wie regelt er das mit Curbs? Mit Cops natürlich. Schaltet er kurz runter? Ja, genau, er ballert den 7. rein. Und dann beschleunigt er raus. So mache ich das auch. Ich lasse jetzt den 7. drin und jag hier durch die SS durch. Und schalte jetzt runter. Genau. Er ist im 7. Ja, ich bin hier. Ja, geht auch in, so wie ich. Dann schalte ich wieder hoch. Genau. Medium 1,3557 als Richtwert. Vorhin hatten wir hier ungefähr 1,29. Also eine halbe Sekunde langsamer, der Medium-Reifen. Wer ist der Nächste? Der liebe Jan, hä? Ich gehe jetzt mal zum... Oh, das könnte ein Kampf gewesen sein. Nein, oder zählt es noch? 1,27,5, es zählt, yes, obwohl es ganz knapp war. Ja, du brauchst mich nicht so anzuschreien. Ich höre dich schon. Alles gut. 27338. Er geht durch die SS durch. Marvin ist auch raus. Das ist gut. Jan geht hier weit. Aber das ist perfekt genommen. Einmal frei. 13324 ist schneller wie Pave. Wird, denke ich, wenn er jetzt die letzte Kurve besser hinbekommt wie Pave, sich erstmal an die Spitze setzen. Mit dem Medium. Weil der Pave hat da vorne schon einen großen, dicken, kleinen Patzer drin gehabt. Kann passieren, keine Frage, alles nur Menschen, aber da war ein kleiner Rutscher drin. Falkberg ist auch wieder beigetreten. Und 1,27386 und das auf Mediums, Bombe. Okay, 385. Wir gehen mal zu meinem lieben Freund. Ich war heute noch gar nicht beim Nico. Der ist auf der Outlap. Begleite ich ihn mal. Oder wo ist denn Marvin? Schauen wir kurz zu Marvin. Marvin ist auch gleich durch. Alles perfekt. Und mal schauen, was er rausprügelt aus dem Medium. 1,27,421 ist langsamer wie der Teamkollege Jan. Ah, das ist echt interessant. Wir gehen zum lieben Nico heute mal. Wobei, der Fix, wo ist der Fix? Moment, Fix ist ziemlich hier. Okay. Wo ist der liebe Nico? Hat sich erledigt. Ja. RQ jetzt, 1,27,253, allerdings auf Softs. Weiß immer noch nicht genau, ich habe das nicht so im Kopf mehr, ob man hier die schnellste Variante ist, die dann Medium Hard oder Kamera Soft Medium fahren. Ich weiß es nicht. Da könnte mir mal jemand in den Chat reinschreiben. Das wäre cool. Großbritannien ist jetzt bei mir schon ein wenig länger her, ich habe das nicht mehr in Erinnerung. Und in meiner Liga, wo ich fahre, da gibt es ein kurzes Qualifying. Also von daher ist es ein bisschen tricky. Manche Strecken ist eben der Soft absolut nicht renntauglich. Ich weiß jetzt nicht, wie das hier in Großbritannien war. Also der Nico, das sind die Unterschiede. Nico schaltet hier zum Beispiel nicht runter. RQ jetzt vor ihm im Weg. Oh, macht mega Platz, mega Move. Schön auf Seite des Auto, jawohl. Ah, kommt hier leicht ins Rutschen, glaube ich. Da habe ich jetzt eine. Jetzt habe ich es endlich mal gerafft. Der liebe Nico schaltet gar nicht selbst, sondern lässt Automatik fahren. Oh, da kommt er weit raus. Das könnte eventuell... Ja, genau. Befürchtet, das war ein Cut. Das war zu weit draußen. SM geht, ja. Soft Medium geht. Also gut. Soft Medium geht. Ja, dann ist es vielleicht dann doch die klügere Variante, so wie Jan und Marvin, sich auf Mediums zu qualifizieren, um dann auf dem Soft die zweite Hälfte mit mehr... Speed zu nehmen. Fixi ist unterwegs. Mein lieber Fix. Er hat mich heute, er hat mir so
gesagt, dass ich doch auch das hintere Feld heute mal ein wenig streamen soll. Ich probiere alles. Wo die besten Zweikämpfe sind, schalten wir zu, schalten wir rein. Wenn die Spitze natürlich ständig beisammen ist, bleiben wir auf der Spitze, weil es ist schließlich, da geht es um die Wurst. Noch 7 Minuten auf der Uhr, momentan immer noch. Jetzt haben wir da wieder einen nächsten RQ, FBI auch mit, okay. Jetzt haben wir eine Box, wer hat denn jetzt gesagt, Camo auf Mediums, glaube ich. Oder Totti. Jetzt kommt der Fix, wo geht's hin, die Reise? Fixi, 1,28, 1,03. Das ist, oh, ich glaube, das wird nicht reichen. Da muss er noch einmal was draufpacken. Er hatte noch 6 Minuten Zeit, aber 1,28, 1,02 könnte vielleicht knapp werden. Ich glaube, du musst schon eine 1,27 Zeit gefahren haben, dass du dadurch sicher einigermaßen qualifiziert bist. So, Nehmann, wo soll ich hingehen? Gehen wir zum Totti. Er ist hier aber langsamer unterwegs. Das ist für mich immer schwierig, wenn ich das nicht eingeschaltet haben darf. Muss ich kurz reinklotzen. Ja, läuft aber volle Pulle. Eher ist es voll offen. Geht in die Box. Tada! Bei mir geht in die Box. Der Black Panther ist unterwegs. El Pito auf der Outlap. Ja. Black Panther ist schon fast durch. Mal gucken, wo die Reise hingeht. Mediums. 25, 25, 26, oh, das ist eine gute Zeit. 1,28,0. Ja, ist, ja, ja. Gucken wir mal. Ich denke schon, dass so mancher Fahrer jetzt noch auf die Softs umschwenken wird, um sich sicher zu qualifizieren. Das wird es für den Medium-Fahrer gar nicht so einfach werden. Natürlich dann oben, ich denke so ab Platz, also 1 bis 5 ist relativ safe in meinen Augen. Mal gucken. Platz 6 ist schon noch angreifbar mit Softs. Fährt er noch mal eine Runde? Was glaubst du? Hat doch mal, ist offen. Okay. Wir gehen heute mal zum Friede. El Pito. El Pito. Ist doch ein wenig bewölkt. Aber er hat mir gesagt, es bleibt trocken. Aber so ein paar kleine Regentropfen in Q3 wäre schon cool, oder? Ich bin ja nicht gäsig, aber ich wünsche euch so ein bisschen Regen in Q3, dass man vielleicht gerade so eine Runde im Trockenen hinkriegt. Aber ich weiß, es bleibt ja trocken. Ein bisschen Spannung reinzukriegen, das Ganze hier, ne? Ey Pito, ich bin begeistert, das war eine Bombenzeit. Zwar jetzt nicht so schnell wie die Fahrer in Q1 noch gezeigt haben, dass hier eben eine 1,26,5 schon drin ist. Aber trotzdem, hallo El Pito, auf der 3 momentan. Mit Soft, also super, einwandfrei. Kai Ebel oder Nico? Der Nico hat ja die Runde vorhin abgebrochen, ist jetzt dann schon ein bisschen im Zugzwang. Der liebe Nico. Wo ist denn der Kai? Der Kai, nee, der Nico ist vor. Cops. WM-Stand haben wir durch. Konstrukteurswertung, wollt ihr die auch wissen? Die momentane Konstrukteurswertung stand. McLaren ist vorne mit Team Jan und Marvin. Wen wundert's? Hey. Aber dicht gefolgt vom Ferrari. Nur 9 Punkte, also da ist richtig noch Pfeffer drin. Zwischen dem Duell McLaren gegen Ferrari. FBI ist, glaube ich, heute der Ersatzfahrer, wenn mich nicht alles täuscht. Weil im anderen... Der Neon Force fehlt heute. Genau, mein Freund Neon Force. Heute gar nicht dabei. Jetzt sind wir beim Nico. Erste Kurve. Wie heißt der eigentlich? Das ist ja... Cops, genau. Ich hab den. Ärgert mich jetzt schon wieder. Das ist hier. Ne, das ist Cops. Jungs, schon steht da 1 bei mir. Ach, ich hab doch keine Ahnung. Egal. Ja, ach, ich bin bei der alten. Das ist die alte Zielstadt. Hier sind wir daheim. Hier ist die neue.
Genau. Naja. Stimmt gar nicht. Egal. Oh, das bleibt da drauf. Guck mal. Ja, er bleibt schon auf der vollen Lotte. Jetzt muss er abliefern. Oder er geht nochmal in die Box, holt sich den Soft. Obwohl, das schafft er nicht mehr. Nee, jetzt muss er entweder runterschalten, wenn es nicht zählt. Was macht er? Er bleibt drauf, okay. Er bleibt voll drauf. Dann ist es noch gut. Es liegt im Geraden im grünen Bereich. Kommt er wieder weit raus. Nee, diesmal aber nicht so weit raus wie gerade. RQ auf der 1 immer noch. Mit den Softs. Sodala, 1,27,353. Nico auf der 4. Au, Mann, also Nico hat echt richtig Wut im Bauch. Nachbarein. Jetzt wieder mit den Mediums auf quasi der 1 gesetzt. Ich weiß, RQ, FBI, LP2, 1, 2, 3, allerdings auf den Soft, deswegen sage ich Nico auf der 1 momentan, weil er jetzt gerade in Q1 schon gezeigt hat, dass er richtig Muskeln spielen lässt. Finde ich cool. Einwandfrei. Da kam er nochmal auf der Outlap auf Soft. So, das ist jetzt das, was ich meinte. Jetzt wird es nämlich interessant. Man sieht 1,27,5er Zeit, der Platz 7. Camo ist, ich glaube, er hat sich qualifiziert mit den Mediums vorhin. Genau. Der Camo ist jetzt auf Softs unterwegs, weil er nämlich jetzt halt eine Sicherheitsrunde auf Softs einlegt, dass er reagieren kann. Weil ich habe ja gesagt, diese Zeiten sind alle angreifbar. Also du bist nur bis Platz 10 safe. Und auf Softs kannst du solche Zeiten locker schlafen, fahren, ne? Also ich glaube, dass Nico, Jan und Marvin relativ safe sind auf Mediums. Aber der Rest wird im Trüppel gehen. Ja, schwarz-gelb. Ich müsste mal wechseln, ne? Wäre eine gute Idee, danke. Schwarz-gelb ist schon durch, ja. Wir gehen zu Camo. Was macht er? Camo beginnt nämlich jetzt die Runde. Einmal frei. Dem ist nämlich der heiße Stuhl zu heiß, weil Chiaro ist jetzt nämlich gefährdet auszuscheiden. Ist aber auch auf Softs unterwegs. Jetzt ist was passiert. Da Black Panther ist jetzt mit Softs auf die 6 vorgefahren. Also, selbst Martin, Marvin wurde er verdrängt, aber es sind nur 5000, also fast gar nichts. Aber Marvin ist durch, Pave ist durch. Jetzt kommt es drauf an. Der Rest hinten. Ziemlich alles auf Softs unterwegs noch. Der Rest, Kai Ebel auch schon durch. Hat sich auf Mediums, ist somit raus. Und Totti ist auch raus, weil er ist in der Box. Also, Fix, Camo, Schwarz-Gelb. Ups, da haben wir schon mal einen wieder. Wer ist jetzt vorgefahren? Mist, ich sehe es nicht. Black Panther immer noch. Ah, Phantom, auf der 8 jetzt. Siehst du, 1,27,559. Pave rutscht langsam durch. Das wird eng. Das wird eine enge Nummer, weil Camo, glaube ich, muss liefern. Weiß jetzt, er muss jetzt halt da auf Softs die Zeit ins Ziel bringen. Und zwar mit dem, was er jetzt da gerade abliefert. Damit er sicher reinkommt. Und Fix ist auch noch da. Das heißt also, könnte tatsächlich Pave in Q2 ausscheiden. Schwarz-Gelb ist durch in der Box. Ich glaube, der Schwarz-Gelb jetzt ausscheidet. Ja, genau. Pave auf dem heißen Stuhl. Der Fix. Fix. Und da ist noch was passiert. Camo setzt sich sogar auf 1. Aber trotzdem, Pave ist jetzt auf 11. Da hat es doch noch einer geschafft. Ricciardo. Ricciardo schießt Pave raus. Ich halte es nicht aus. Das hätte ich gar nicht vermutet, dass die 1,27,5 nicht reicht. Aber ihr seht selbst, schaut euch die Zeiten an. Es ist echt eng beieinander. Sprich, 1-2 lassen wir mal außen vor, aber von Platz 3 ab jeweils ein Zehntel nur. Also, jetzt hat es den Pave erwischt. Jetzt muss er von 11 starten. Okay, was kann man von 11 ausrichten, wenn man hier Soft Medium fahren kann? Ja, dann würde ich den Medium auspacken. Ich denke, Mediums drauf und versuchen durchzuarbeiten. Die Pace hat er auf alle Mal, aber man siehe, ne? Camo auf der 1 mit einer 1,26,8, also Q1 war mal gerade schneller. Ricciardo mit einer 1,26,9. RQ 1,27,2.
FBI 1273 und Elpito 1273, fast dieselbe Zeit, nur 3000stel trennen FBI und Elpito. Alle auf den Softs, dann einmal Nico mit Mediums und Jan auf Mediums. Black Panther auf Softs, Earl Marvin auf 9 mit Mediums. Und jetzt sind wir durch mit Phantom auf 10, der Rest ist raus. Hab mich jetzt auch überrascht, ja. Oha, dass der Pave jetzt ausgeschieden ist. War für mich jetzt auch überraschend, damit habe ich nicht gerechnet. Und mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Regentropfen. Somit Q1-Zeiten unter 1,27 halte ich für jetzt nicht mehr möglich. Eigentlich war so meine Referenzzeit eine 1,26,1. Aber das kann ich jetzt nicht belegen, ob das möglich wäre. Weil, jetzt kommen wir zu dem Thema, wo ich liebe. Jetzt hast du nämlich 10 Minuten, 12 Minuten mit Regen zu kämpfen. Die feuchte Strecke, ich denke, dass Softs gehen. Gucken wir mal raus. Wer fährt da zuerst raus? Einmal Camo. Ja, und da ist der nächste. Mit Softs auf leicht feuchter Strecke scheinbar. Iha. Ekelhaft. Aber macht das Ganze interessant. Vielleicht sehen wir einen Überraschungspole-Setter heute. Ja, wer kommt mit diesen Bedingungen jetzt am besten klar, wenn es hier tröpfelt? Das finde ich natürlich geil, also ganz ehrlich, stark. Das macht jetzt nochmal so eine besondere Würze. Das ist mein Tipp für. Falkberg ist wieder raus. Oh, war ja. Jetzt sind wir in Q3. Jetzt gebe ich noch gerne meinen Tipp ab. Ich setze Marvin auf die Pole, gefolgt von Jan und Nico auf 3. Vielleicht habe ich recht, vielleicht auch nicht. Nein, das dürfen wir nicht, aber das dürfen wir. Alle sind raus, finde ich gut. Mal gucken, wenn wir als nächstes einschnappen. Es ist natürlich für mich immer schwierig. Da müsste Codemasters auch was machen, dass man sieht, wer als erstes rausfährt. Jeweils Zahlen hinschreiben. Das wäre cool. Das wäre eine tolle Sache noch. Als Hilfe für mich, als Zuschauer. Ja, wird schon tricky, wird rutschig. Hat beim Rausbeschleunigen Probleme gehabt, gerade eben. Falkberg wieder rein, jawohl. So, und jetzt hat man auch das, was ich jetzt unbedingt loswerden will. Hier bist du natürlich absolut im Vorteil, wenn du es wirklich drauf hast, ohne Fahrhilfen zu fahren. Hast du ganz anderes Gefühl im Regen und auf feuchter Strecke das Auto zu beherrschen, als einer, der jetzt eben auf Mittel fährt und mit ABS. Das ist wirklich so. Also Regen macht das Ganze dann ohne Fahrhilfen wesentlich. Wenn du es raus hast und drauf hast, bist du schneller. Da trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Ja, geht nicht mehr so schnell. Aber hat er noch relativ gut erwischt. Lässt da den achten Gang drin. Gar nicht so verkehrt vielleicht. Oh, jetzt kommt ein Struggle hier in den SS. Leichter Quersteher. Es ist dann schon sehr schwierig hier, die ganze Sache. Und wo wir hier vorhin eine Referenzzeit von 1,29 hatten, ungefähr sind wir jetzt schon mal 6 Sekunden langsamer in Sektor 2 als noch in Q1 vorhin. Der liebe Fons ist auch da. Ja, das gefällt mir besonders. Der Monaco-Sieger habe ich nicht vergessen. Klasse Leistung immer noch. 1,35,1, also das ist hier wirklich mal 9 Sekunden langsamer. Oh ja, Ricciardo schon auf Abwägen. RQ 1,36,6. Und es wird immer nasser. Also ich glaube, das schreit nach Intermediens. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich hinschalten soll. Das ist natürlich für mich saublöd. FBI hat es auch welche geballert in den SS raus. Black Panther kriegt noch eine Zeit zusammen, aber ist hier zu langsam. Ja, es ist hier tricky. Softs geht nicht mehr. Somit, entweder ist auf Mediums, auf den Intermediates noch was machbar für den zweiten Run.
Auf Softs wird hier nichts mehr schneller werden, glaube ich. Ah, ich würde nicht sagen, ob die Pole safe ist. Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Vielleicht kannst du mit den Intermediates, naja. Was denkt ihr? Carmo auf der Pole? Jan auf 2? Da habe ich nicht recht gehabt. Marvin auf 4. RQ auf 3, okay. Ja, ich denke auch, Pole wird wahrscheinlich ziemlich vergeben sein. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass du auf der Intermediates dann nochmal einen rausholen kannst. Ich kann mich auch täuschen, vielleicht tatsächlich Intermediates nochmal besser, ich weiß es nicht. Aber mal gucken. Wir werden es gleich sehen, ich glaube, es werden schon noch einige Fahrer auf Intermediates rausgehen. Chiaro auch zu kennen. Da hat, glaube ich, Carmo, da er der Erste war, oh la la, der Chiaro nimmt hier den kurzen Weg, das ist nicht gut. Mein lieber Freund, die Streckenführung sollte doch auch bei der Inlap beibehalten werden. Ich weiß, es ist schnell, aber du hast noch 6 Minuten auf der Uhr. Ich habe es gesehen, sowas macht man nicht. Jetzt kriegst du die Quittung, genau. Jetzt hat sich die ganze Abkürzerei gar nicht rentiert, weil den Dreher hättest du dir sparen können. Der nächste, Jan, hat auch die Einfahrt verpasst. Holpert über das Gras. Das ist Codemasters, ne? Das neue Spiel 19, da heißt es, die Chassen sind alle trocken. Rennen ist auch trocken. Und dann hast du es, wie ich es prophezeit habe, in Q3 doch tatsächlich Nieselregen. FBI ist auf der Outlap. Was hat er denn für Reifen drauf? Intermediates, da guckst du. Jetzt bin ich gespannt, ob auf den Intermediates was geht. Auch Fullwets waren sogar kurz zu sehen, nein. Arm of Pole, ja, sieht man auch gerne. Stimme ich dir zu. Auch ein toller Fahrer. Schnell, konstant, macht keine Fehler. Bin gespannt, ob sie nochmal rauskommen, die Jungs. Ob sie jetzt. FBI ist das Versuchskaninchen in meinen Augen. Black Panther geht raus, auch auf ihn das. Merkt ihr mal, Black Panther als zweites. Und RNQ auf 3. Okay, also Black Panther, RNQ. Black Panther, RNQ, Ricciardo. Wollen wir als nächstes auf Black Panther schalten. Nach FBI, der jetzt auf der schnellen Runde ist. Die Arena anbremst. Jetzt vorbrischt auf Brooklands. Und Lafield. Also Carmo wird sich jetzt orientieren auf den lieben FBI, der hier doch die Vorreiterrolle spielt, um zu gucken, kann man nochmal einen draufsetzen. Ich glaube fast nicht. Ich habe jetzt die erste Sektorenzweit gar nicht gesehen. Ups. Nur 4 Fahrer momentan raus. Jetzt der 5. Elpido kommt auch noch. Ja, 1.12. Wir waren ja vorhin. Also, ich glaube, da kommt nichts mehr. FBI wird sich hier zwar eine Zeit setzen können, aber wird hier wahrscheinlich auf 9 bleiben. Wobei Black Panther auch keine starke Zeit abgeliefert hat. Mal gucken.
Aber deutlich hier langsamer wie Camo. Open Softs noch. Oh, aber die Zeit zählt. 1:33.001 setzt sich sogar auf die 1. Okay. Was war das? Der war doch gerade hinten gelegen. Ja, bin ich jetzt irre? Also man kann doch tatsächlich was mit den Intermediates noch rausholen. Ja, spinne ich jetzt? Der war doch jetzt gerade zurückgelegen, oder? Oder war der jetzt, hä? 2 Sekunden schneller wie Camo auf den Softs. Hat sich hier quasi die Pole per fetten Dreher geholt. Ja, ich kann es auch gar nicht glauben. What? Was ist jetzt das? Wie ist jetzt das zustande gegangen? Der hat auch gerade jetzt im Sektoren 2 eine 1:13. Was war das jetzt? Ich hab's nicht mehr auf dem Schirm, aber das macht nichts. Das können wir auch auf Twitch nochmal anschauen später. Und die Wiederholung, wo der lag in Sektor 2 zeitmäßig. Weil er tatsächlich plötzlich dann im Sektor 1. FBI, der neue Mann, der Ersatzfahrer für Neon Force. Black Panther beginnt jetzt die schnelle Runde. Jetzt bin ich echt gespannt, ob Black Panther hier auch einen raushauen kann. Leicht ins Struggeln. Der liebe Camo ist noch in der Box. Der Camo ist nicht rausgefahren. Okay, das überrascht mich jetzt. Camo ist nicht rausgefahren. Jan ist auf der Outlap. Marvin ist auch raus. Also gut, der Camo hat sich jetzt vielleicht doch... Und Nico ist auch nicht mehr... Doch, ist Nico fährt. FBI ist jetzt in die Box schon drin. Der momentan Pole-Setter ist. Wie das zustande ging, keine Ahnung. Aber es dreist drum. Herzlichen Glückwunsch. Also wenn jetzt da nicht noch mal abwarten. Und nicht herzlichen Glückwunsch. Ich weiß, es sind auch alle unterwegs. Ups. Eieiei. Es ist schon tricky jetzt zu fahren. Ah, und jetzt entweder zählt es noch. Oder es wurde gecuttet. Er hält aber drauf. Also es passt noch. FBI Camo Jan ist durch. 19.000stel ist er hier schneller, langsamer. Das macht man also irgendwie. Also das glaubt da keiner, wie jetzt da FBI sich momentan auf die Pole geschoben hat. 32 ist mehr oder minder reingeflogen ins Ziel. Ja, er ist deutlich langsamer. Black Panther 37 verbessert sich zwar. Seine Zeit, seine eigene Zeit verbessert er, ja. Nico ist noch unterwegs. Okay, ich bin verblüfft. Er kann Nico. Ist auch 1,7 langsamer. Ja. So ist das manchmal. In meinen Augen, ich bin jetzt völlig perplex. Ich habe keine Ahnung, wie FBI sich die Pole geschnappt hat. Weil vom Nico kommt da auch nichts mehr. Entweder war das jetzt ein Bug, aber ich will es ihm gar nicht abschreiben. Vielleicht war es kein Bug. Herzlichen Glückwunsch, die Pole. Ja, ich hab's, FBI auf der Pole mit einer 1:33.0. Dahinter ist Camo auf Softs gefahren mit 2 Sekunden Abstand. Und Jan auf der 3 auf Softs, RQ auch auf Soft, Marvin auf der 5, Nico auf der 6, 7, LP2, 8, Black Panther, 9, Ricciardo, 10, Phantom. Der Regen hat jetzt dann doch ein bisschen für, na sagen wir mal, nicht unbedingt das Ergebnis gebracht, wo wir jetzt vielleicht alle gedacht hätten. Nein, wir haben ein ganz anderes Bild jetzt. Kein Marvin vorne, kein Nico. Der Einzige, der sich damit noch reingeschlängelt hat, ist Jan. Der neue Mann, FBI auf der Pole. Ich muss es auch nochmal Revue passieren lassen, wie jetzt diese Pole zustande gekommen ist. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir sehen, jetzt ist es trocken. Der letzte Sektor war verblüffend schnell, weil er sich da weggedreht hat.
Er hat sich weggedreht, das Auto verloren und schlittert ins Ziel. Und plötzlich steht er eine 1:33:0. Sei es drum. Sei ihm gegönnt. Eine starke Einführung, würde ich mal sagen, als neuer Fahrer reinzukommen und sich mal eine Pole zu schnappen. Das gelingt auch nicht jedem. Wir hören uns gleich wieder. 5 Minuten Pause. 18 Fahrer am Start. Bleibt dran, schaut zu. Ich glaube, das wird ein Spektakel. Bis gleich.
So, nochmals an die Zuschauer, herzlich willkommen. 21:15 Uhr, Zeit für die UFL, ultimative Formelliga. Jetzt geht's zum Showdown. Rennen 17 in Silverstone. Einführungsrunde beginnt. Alle Autos kurz weg und wieder da. Fragt mich nicht, was war's da? Der liebe FBI, der neue Mann, heute Ersatz für Neon Force auf der 1, gefolgt von Camo im Sauber. Auf der 3 ist der Jan im McLaren, dann RNQ im Toro Rosso, einmal Marvin. Für mich heute, denke ich schon, Marvin der Favorit zum Sieg. Auch im McLaren, dann Nico auch im Haas, El Pito. Mein Freund, dann 8 Black Panther, 9 Ricciardo, Phantom auf 10. Der Pave hat sich in Q2, hat es nicht geschafft, sich qualifizieren fürs Q3, deshalb auf 11, Schwarz-Gelb auf 12, Fix auf 13. Kai Ebel heute nicht neben der Strecke, sondern live im Auto. 15 Totti, 16 Falkberg, 17 Liebeherr, musste jetzt mit Falkberg und Level Master lange warten, bereits in Q3 raus. Aber jetzt geht's los. Wir sind heiß wie Frittenfett. Ich auch, es bleibt trocken. Ihr auf dem traditionsreichsten Kurs seit 1950. Das ehemalige Flugfeld zu Gast, die UFL. Die Reifen sind warm, die Motoren heiß. Übernahme des Cockpits bereits. KI übernimmt. Einmal Startaufstellung. Bitte ordentlich hinstellen und dann kann es losgehen. Pave, ja. Pave momentan nicht wirklich vom Glück verfolgt. Hat jetzt doch die letzten Rennen immer wieder ein paar Dämpfer, herbe Rückschläge erleiden müssen. Der Teamkollege steht vorne. Der heutige Teamkollege. Ein Ferrari auf der Pole. Das hatte sich Pave sicherlich auch anders vorgestellt. Wir machen heute mal anders. Wir bleiben heute mal dran. Die Lichter gehen an, fünfmal an und aus und wir starten sofort. Einmal frei. Und Camo kommt schon mal gut weg. Berührung zwischen den Ferraris und dem Herrn den Ferraris. Und Camo, meine ich, geht da weit. Keinerlei Unfälle, liebe Herr, weit außen hinten im McLaren, Renault habe ich gesehen. Jetzt Jan über außen, schnappt sich Camo und RNQ sticht nicht mit rein. Aber ist jetzt nebendran. Da konnte Camo mit den Softreifen gar nicht so gut mithalten, wundert mich. Camo auf 3 zurückgefallen, Marvin immer auf 5. Jetzt neben RNQ sehe ich. Lasst euch Platz, Jungs, lasst euch Platz. Der Camo hat leichte Schwierigkeiten. Okay. Das hintere Feld ist auch eng beieinander. Da geht Nico. Nico geht vorbei. Nein. Jan ist dran am FBI. Ich glaube, Jan übernimmt gleich die Führung. Gelbe Flagge, Sektor 2. Da ist irgendein abgeflogen. Totti ist jetzt ganz abgeschlagen auf 18 raus. Da gibt es nur immer wieder gleich. Marvin dran an RNQ. Ohne DRS noch, die ersten 3 Runden. Ah, Marvin schnappt sich hier den RNQ. Ist noch nicht vorbei. Dreher. Oh, Berührung. Ja, da haben sie sich zu wenig Platz gelassen. Dreher, wir waren live dabei, Gott sei Dank. RNQ geht weit hinter. Marvin verliert auch Plätze, ist auf der 8. Und FBI, schnellste Rennrunde. Ja, ich habe einen guten Treffer gelandet. Wir waren voll dabei. Jetzt die ersten Runden natürlich. Das Feld ganz nah beieinander hat sich übrigens sortiert. Black Panther ist dran an Marvin. Ich versuche das natürlich zu koordinieren. Das ist gar nicht so einfach. Liebe Herr geht, ist auch ganz knapp dran. Warum zum Teufel geben die mir hier keine andere Perspektive? Ich hasse es. Da geht
Denn Williams geht mit Mercedes, Phantom. Nein. Wo ist der Mercedes? Schwarz-Gelb. Da kommt er wieder. Liebeherr ist es. Eben, Liebeherr ist ja im Ersatzfahrzeug unterwegs heute, genau. Hat er sein Cockpit abgegeben. Deswegen war ich jetzt etwas verwundert, dass er nicht im Renault ist. Boah, starkes Bild hier. Die Autos kommen leicht quer. Okay, Leute, Marvin ist dran. Irgendwie schalten wir das Ding nicht um. Jetzt soll er. Da gibt es eine Nummer, das sehe ich gerade. Ricciardo ist gleich auf. Sticht jetzt rein. Nein, lässt Abstand. El Pito. El Pito fightet. Jetzt kommt Ricciardo, geht vom Gas, kommt besser raus und Marvin im Hintergrund. Ja, verreck. Versucht das jetzt. Ricciardo bleibt dahinter. Aber jetzt denke ich, glaube ich, gleich eine Attacke da vorne. Und rechts raus, das habe ich mir schon gedacht. Aber jetzt die Außenseite, aber jetzt, wenn er geduldig bleibt, dann kann er ihn jetzt schnappen. Da ist auch eine gute Möglichkeit zu überholen. Oh, Marvin. Zieht vorbei. Ich weiß nicht, ich bin manchmal echt enttäuscht von diesen Kameraperspektiven. Furchtbar. Und geht vorbei, beide an El Pito jetzt vorbei. Wir waren live dabei. Ja, wieder was Gutes erledigt. Und im Hintergrund, El Pito hat Schwierigkeiten. Black Panther ist auch dran. Jan musste einen Platz abgeben gegenüber Jan, gegenüber Camo, sehe ich gerade im vorderen Feld. Wir gehen gleich auf die Spitze. Ich habe momentan hier den Verdacht. El Pito geht weit. Black Panther ist auch dran. Musste liebe Fix. Fix klebt auch dem Liebe her hinten am Knack. Wahnsinn. Camo jetzt am FBI ganz knapp dran. Wir gehen gleich auf die Spitze. Ich glaube, das über. Ja, Camo ist vorbeigegangen. Über außen. Innen meine ich. Aber er hält sich. Und jetzt im Hintergrund auf den Mediums. Jan. Mit dem tollen Helm. Okay, ich sehe schon, wir bleiben an der Spitze dran. Wer hier natürlich wahnsinnig super vorgekommen ist, durch bedingten Unfall von Marvin und RNQ, ist Pave. Pave spielt hier eine Rolle mit. Wir haben jetzt mit einem gewissen Abstand FBI auf 1, Jan auf der 2, Camo auf 3. Momentan ausgerüstete Reifen wäre vielleicht nicht verkehrt. Reifen will ich sehen, Reifen, da haben wir es doch. Mal schauen, wie es weitergeht hier. Dahinter, im hinteren Feld jetzt Black Panther vorbei an El Pito. Das ist Kolonnenfahren hier. Wahnsinn. Jetzt musst du eben gucken, dass der Vordermann einen Fehler macht, um vorbeizukommen. Ah, ich hasse diese Kameraperspektive. Komm mal, schalt zurück. Au, oh, Abflug. Jan ist raus. Jan hat das Auto verloren. Ja, muss hier viele Plätze verlieren. Jetzt auf 11. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Gefährlich, gefährlich. Boah. Ist auf 14. Wieder zurück. Ich habe es gerade gesagt. Jeder Fehler wird hart bestraft. Und so ist es auch. Jan, der Leidtragende. Zurück auf 15. Und wenn du natürlich jetzt auf 15 bist, jetzt Anschluss nach vorne ist ultra schwierig. Earl Marvin, schnellste Rennrunde. Wo ist der Abstand klein, Basti? Helf mir. Fix ist dran. Der liebe Fix, wir bleiben nochmal hier. Nico ist dran, ich sehe es ja. Nico ist am Camo dran. Ich will zwei Kämpfe. Wir wollen Überholmanöver übersehen. RNQ, wo ist RNQ? Ist ganz hinten auf harten Reifen, war in der Box, hat sich den Flügel angeschlagen. Auch Jan in der Box, auch den Flügel beschädigt. Ja, ist kein Wunder, er ist da heftig abgeflogen. Riesenschade und wir sehen ein Überholmanöver. Fix greift Liebeherr an. Vorne, Pave, das ist. Wir bleiben hier kurz dabei. Im Hintergrund Kai Ebel an Fix dran.
Hier gibt es schon überall mal Sektor 2, gelbe Flagge, Black Panther. Oh, Ricciardo geht durch. Ricciardo hat das Auto verloren. Auch ganz zurückgeballert. 14. Platz. Und jetzt Camu an. Camu wieder dran. An FBI. Jetzt über außen und da hinten gab es Berührung. Da gab es einen kleinen Treffer. Nico verliert auch einen Platz. Pave jetzt auf 3. Ich glaub's nicht. Das läuft für Pave mega mäßig. Aus 11 gestartet. Binnen 5 Runden auf Platz 3. Podiumskurs. Auf Mediums unterwegs. Der beste Mediumfahrer auf 3. Camo auf 1. FBI auf 2. Hält sich verdammt gut, der FBI. Zu Recht auf der Pole gestartet, in meinen Augen. Leidtragende wieder. Nee, diesmal hat es den Jan erwischt. Ich wollte fast sagen, Nico. Nico, Leute, schalte doch. Was sind hier für geile Moves dabei? Nico an Pave dran. Nico und Pave, auch so ein Zweikampf-Duo, hat man in dieser Saison schon häufig gesehen. Mensch, da schalte doch zurück, ich will das sehen. Auf Flucht noch einmal. Nico und Pave, die zwei, ja, haben sie es auch schon besorgt und geben sie es gerade wieder. Jetzt sticht er nach innen. Gibt es einen gleichen Minute aufs Heck. Oh Mann, du, ey, das sind so. Jetzt gleich auf. Oh Mann, was für ein Move jetzt. Er reiht sich hinten ein. Okay. Pave jetzt auf 2. Camo auf 1. Es gibt's ja nicht. Wahnsinn. Marvin immer noch auf 5. Konnte nicht profitieren von den ganzen Zwischenfällen. Im Gegenteil, ist ja auch wieder auf der 5. Der hat sich auch ein Stück weit nach hinten geballert. Stimmt, da war ja was mit RNQ, der auf 17 ist. Jan auf 18, schade für Jan. Oh Mann, riesenschade. Jetzt überholen wir über beide ERS offen. Der ist offen, Schmann. Geht weit raus, Nico. Ach Mensch, ey. Ich sehe nichts. Was ist das für ein blöder Move? Nico vorbei am FBI, okay. Also, Camo hat eine Sekunde Abstand auf Pave. El Pito ist dran. Sehe ich gerade hier ganz knapp am Phantom. Versuche natürlich die Abstände schon im Auge zu behalten. Wenn es vorne wieder was klingelt, schalten wir zurück. 1,2 Sekunden Abstand, Pave auf Camo. Aber irgendwann wird er Soft abbauen und dann müsste der Medium vielleicht besser laufen. Mal gucken. FBI von der 1 auf 4 zurück. Marvin immer noch auf der 5. Ja, für natürlich RNQ und Jan ganz bitter. Ja, wenn es dich natürlich wegdreht, hast du wahrscheinlich keine Chancen mehr, heute aufs Podium zu kommen. Pave wird göttlich, ja. Er fährt göttlich, ja, doch. Das ist schon eine tolle Hausnummer, was er da zeigt, ne? Von 11 Vorfahren auf 2. War binnen 5 Runden auf Platz 5, glaube ich. Also eine echt eine super Leistung. Gelbe Flagge, Sektor 2, da ist wieder einer abgeflogen. Wen reicht's da durch? Da haust den Falkberg weg. Falkberg auf 15 zurückgefallen jetzt. Schwarz-Gelb wird sich jetzt gleich El Pito knacken oder nicht? Doch, setzt sich Rani. Nein, er täuscht nur an. Vorne immer noch gleicher Abstand. 1,2 Sekunden auf Pave. Nico. Jetzt hat Black Panther am Marvin vorbei. Nein, weil Marvin reagiert, geht an die Box. Oh nein, ich befürchte es, mit der Kollision vorhin mit RNQ hat sich Marvin doch den Flügel beschädigt. Deshalb Schwierigkeiten da Anschluss zu halten. Geht in die Box, holt sich jetzt einen neuen Flügel. Garantiert. Oder auch nicht. Switcht um. Auf harte Reifen. Ja doch, irgendwas war bestimmt. Irgendwas war. Wir werden es später erfahren. Schwarz-Gelb jagt El Pito. Ricciardo ist an Totti auch dran. Vorne, was mich jetzt überrascht, die Abstände doch ein bisschen größer. Keiner von Platz 1 bis 6 ist hier im DRS-Fenster. Alle raus. Pave arbeitet sich knapp ran, aber immer noch draußen. 1,1 Sekunden. Und hier wirklich. Au, Schwarz-Gelb schlägt ein. Auto kaputt. Mist. Ganz berüchtigte Kurve. Cops, wenn es dich da zerlegt und das Auto verlierst, bist du weg. Schade. Der erste Ausfall. Jan und RNQ natürlich jetzt bitter für die beiden. Ganz hinten.
Ah, mal wieder ein El Pito, der knapp dran ist am Phantom. Ach so, Phantom in der Box. Entschuldigung, jetzt bin ich ganz verwirrt. Wo ist das Auto? Wollte ich schon fragen. Gut, aber die Box. Damit haben wir momentan Ricciardo und Totti. Pave arbeitet sich immer noch knapp außerhalb des DRS-Fensters. Ja, für Pave glaube ich, da gebe ich recht, das läuft in die richtige Richtung. Jetzt ist er im DRS-Fenster. Jetzt glaube ich, wird langsam kommt die Phase, wo einfach der Medium besser wirkt. Jetzt habe ich leider das Überholmanöver verpasst zwischen Marvin und Level Master, der auf harten Reifen jetzt mal den Master geschnappt hat. Der Fix ist auch knapp dran, am Liebeherr. 0,277. Und vorne Pave nicht mehr im DRS-Fenster. Also Carmo managt das von vorne schon gut. Ganz ehrlich, das ist hier ultra wichtig, wenn du angreifen willst. Du musst hier ins DRS-Fenster kommen, ansonsten wird es verdammt schwierig. Was hier auch noch schwierig ist, die Sache mit dem ERS zu managen, nicht einfach. Ach nein, das sieht nach Rennunfall aus. Großer Mist. Fix berührt hier, lieber Herr, gleich auf und schon bist du bestraft. Auto, glaube ich, ist Ricciardo was. Okay. Sorry. Ah, das ist immer Mist. Nico am Pave mit dran. Beide auf Medium-Fahrer. Also die zwei Medium-Fahrer, glaube ich, haben heute wirklich riesengroße Chance, das Ding zu holen. Ich natürlich keine Frage, Camo auch. Marvin, schnellste Rennrunde auf dem harten Reifen hier. Pusht. Will vor. Bin auch gespannt, wo Marvin noch rauskommt. Der sehr bald in die Box musste. Ich glaube schon, dass er Flügel gewechselt hat. Jan, schnellste Rennrunde. Ja, jetzt haben wir wegen das Problem. Nach 10 Runden die Abstände doch relativ weit auseinander. Macht es für mich jetzt einfacher, den Überblick zu behalten, aber für euch als Zuschauer wird es dann doch ein bisschen langweilig. Der Marvin ist dran, ja. Der Marvin. Gehen wir zum WM-Führenden. Den aktuell WM-Führenden Marvin. Auf harten Reifen wird sich hier gleich den Falkberg knacken. Aikido ist dran an Phantom, ja. Ich glaube, dass Marvin als erstes Boxenstopp, FBI geht in die Box, reagiert. Black Panther gefolgt. Interessant. Da, Marvin geht da ohne Probleme vorbei. Mit frischeren Reifen. Zwar härtere Mischung, aber arbeitet sich vor. Jetzt auch interessant. Wir bleiben bei Marvin, weil, wo kommt er raus? Kann er sich hier noch vor FBI und Black Panther rausdrücken oder langt es nicht mehr? Ich glaube fast nicht mehr. Immer noch in der Box. Ah, doch. Jetzt interessant an der Boxenausfahrt, glaube ich. Wo ist FBI? FBI immer noch in der Box. Okay, Marvin geht vorbei. Hat sich der frühe Stopp doch rentiert? Vielleicht war es auch Taktik. Das kann schon sein von Marvin. Ist auch gut möglich, dass er sagt, er geht jetzt in die Box, um dann auf hart zu wechseln, um eben den Undercut zu versuchen. Pave ist mittlerweile rangefahren an Camo. Ist im DRS. Noch ein bisschen weit auseinander. Phantom kann sich hier vielleicht El Pito schnappen. Ja, gehen zusammen in die Kurve. Lasst euch Abstand, lasst euch Platz, Jungs. Ist alles machbar zu zweit. Nicht übereifrig werden. Jetzt Camo in der Box. Wo kommt Marvin raus? Da bin ich jetzt gespannt. Jetzt sehen wir uns mal Phantom an, wie ihr hier. Oh, an der Stelle zu überholen, keine gute Idee. Hat er gerade noch zurückgesteckt. Jan und RNQ im gemeinsamen Flug von hinten nach vorne. Boxenstopp. Camo in der Box. Liebe Herr auch in die Box gegangen.
Wo kommt Marvin raus? Kann Marvo hier Marvin Camo angreifen? Das interessiert mich jetzt zu sehr. Ich gehe auf Marvin drauf. Um zu gucken, wo er rauskommt. Camo immer noch in der Box. Camo bleibt aber vor Marvin. Kai Ebe, wo ist Marvin? Ah, doch schon, gewaltiger Abstand doch. Wird schwierig. Wird, glaube ich, schwierig für Marvin, sich da noch vorzuarbeiten. Jetzt Camo mit den deutlich besseren Reifen, mit der besseren Reifenmischung und nur Runden drauf. Ich glaube, Marvin wird schwierig. Ich glaube, da ist vielleicht 4 oder 5 möglich heute. Läuft für Pave, der gerade eben dem Nico wegfährt, auf demselben Reifentyp. Totti auch lange draußen, hat sich da auf die 3 vorgemogelt. Versuchen wir noch ein Überholmanöver zu cutten. Wo ist denn Jan? Ist dran an RNQ. 3 Sekunden Zeitstrafe für Marvin. Ah, für Marvin läuft es heute wirklich nicht. Schade. Mal schauen, wann der Mediumfahrer reinkommt und sich den Soft holt. Ist natürlich dann, glaube ich, schon für Pave und Nico ultra wichtig, den Soft dann drauf zu haben. Die werden den Sieg heute ausmachen. Also Pave zeigt hier gerade eben eine klasse Leistung. Zieht hier Nico weg. Gelb Sektor 3. Aufgehoben. Gelbe Flagge immer noch. Kann Jan hier an RNQ vorbeiziehen? Mit den deutlich frischeren Reifen? Na, deutlich nicht. 3 Runden sind sie frischer. Da vorne bahnt sich auch was an. Phantom gegen El Pito. Okay, Totti ist dran am Camo. Camo hat ihn überholt, meine ich. Haben wir nicht gesehen, macht nichts. Oh Mist, ich habe was vergessen. Ups, Entschuldigung. Jan macht Druck. Also 2 Ausfälle, schwarz-gelb, haben wir live gesehen. Levelmaster auch ausgefallen. Zumindest schon mal besser wie in Belgien. Belgien waren verdammt viele Ausfälle. Das werden wir heute nicht erleben, das Desaster. Jetzt haben wir die Hälfte rum. Über die Hälfte schon. 14 Runden. Mal gucken, wann die Spitze reinkommt. Nico kann ein bisschen wieder aufschließen. Jetzt wird er mit Jan vorbeigehen an RNQ. Ja, Jan ist einfach gut drauf. Hat da Pech gehabt. Und RNQ fightet aber. Oh, hartes Manöver hier. Hat RNQ nicht zurückgesteckt, sondern ist voll mitgegangen. Den Platz schenkt er nicht her. Und es geht hier nur um Platz 12 und 13. Es geht um keine Punkte, noch nicht. Und trotzdem so hart gefightet. Jetzt Marvin geht an Totti vorbei. Totti ist noch draußen, muss aber noch in die Box fahren. Camo mit 26 Sekunden Abstand auf Nico und Pave. Und der Abstand wird kleiner. Ich hab jetzt gar nicht, das wird verdammt knapp für Nico und Pave. Die werden auf der Strecke überholen müssen. Jetzt wieder innen, Jan. Jetzt ist er außen. Kommt nicht vorbei. Ist auch verdammt schwierig da an der Stelle. Jetzt wieder, jetzt wird's interessant. Oh mein Gott. Boah. Natürlich da mutig da zu überholen ist Risiko, Risiko, Risiko. Leute, schaltet euren Kopf ein. Da vorne kriegst du auch DRS. Mach's nicht mit der Brechstange. Jetzt bist du zu weit weg. Jetzt hast du dich aus der Position rausgebracht. Eine Runde nochmal raufhängen und dann hier DRS überholen. Müsste doch funktionieren. RQ ist außerhalb des DRS. Durch den Zweikampf jetzt. Also, Jan, komm. Schalt's Hirn ein. Wer sich wundert, wie es zustande kommt, dass ich heute durchgehend sprechen kann und keine Headset-Probleme habe,
Ich habe mein Headset heute abgegeben zur Reparatur bzw. Reklamation. Es kann ja nicht sein, dass das nach einem Jahr immer wieder ausgeht. Mal gucken, was rauskommt. Ich habe jetzt erstmal auf das alte Headset zurückgegriffen, alte Variante, Controller einstecken. Gucken wir mal. Jan beißt sich die Zähne aus am RNQ. FBI ist vorbeigegangen, Kai Ebel. Phantom, auch im Zweikampf mit El Pito. Jetzt, Jan, jetzt hat er sich vorbeigedrückt. Ein bisschen die Brechstange und RNQ kann jetzt nichts mehr dagegen setzen. Jetzt ist vorbei, jetzt ist Lochen. Ob der Konter dann gleich kommt auf der langen zweiten Geraden, mal gucken. Phantom und El Pito, die haben sich auch besonders lieb da vorne. Boxenstopp, jetzt geht die Spitze rein. Nicke und Pave. Heißt, wir behalten es im Blick und schalten dann drauf. Wo kommt Camo raus? Jetzt gucken wir uns das Überholmanöver vielleicht noch an. Und im Hintergrund sehen wir auch noch, RNQ ist nicht mehr so in der Position. Nein, keine Überholmanöver. Jetzt gehen wir zu Camo. Camo schon mal vorbei. Camo behält die Spitze. Aber das ist nicht viel Abstand. Nico ist der Leidtragende. Marvin auf 3. Überrascht mich. Stark gefahren. Also stark gefahren von Marvin. Ich glaube, die Strategie ist doch überraschend. Also für mich war sie überraschend. Jetzt Nico kascht sich Marvin. Habe ich jetzt leider nicht gesehen. Weil Pave ist hier wirklich verdammt nah dran am Camo. Also ich glaube, dass Pave sich den Sieg holt. Ist in der deutlich besseren Ausgangsposition mit frischen Softs gegenüber den vier Runden alten Mediums. Starke Leistung bis hier vom Platz 11 vorgefahren. Momentan auf 2 liegend. Der Kampf um die Spitze. Die letzten 10 Runden in Silverstone auf dem ehemaligen Flugfeld haben begonnen. Jetzt setzt er sich schon daneben. Ist vorbeigegangen. Unglaublich starke Leistung. Respekt, zieh meinen Hut. Ganz großes Kino von Pave, dem amtierenden Weltmeister aus der UFL. Im Hintergrund Nico, der sicherlich noch Chancen hat, sich hier noch auf Platz 2 zu schieben. Marvin, glaube ich, heute, wie ich es angekündigt habe, Platz 4, Platz 5, Platz 4. Ich glaube, mehr wird nicht. Ich will es nicht beschreien, aber ich glaube, mehr geht heute einfach nicht. Das sind die Reifentypen vor ihm einfach in der besseren Position. Und er hat dann doch schon 9 Runden alte Reifen. Totti geht in die Box, wird jetzt durchgereicht. RNQ jetzt auf 10. Okay, jetzt bin ich verblüfft. Jetzt haben wir was verpasst, weil Jan war eigentlich am RNQ schon vorbei. Ist jetzt wieder auf 12. Da war wieder irgendwas. Wieder ein Vorfall, der mir leider durch die Lappen gegangen ist. Aber dafür haben wir ja einen Überholmanöver von unserem amtierenden Weltmeister gesehen. Also demzufolge, es sei es mir verziehen, hoffe ich. Jetzt ist die Frage, kann Camo jetzt das Tempo der Softs mitgehen? Ich befürchte es fast nicht. Das ist dann doch einfach, der Reifenunterschied ist jetzt schon zu groß. Gerade am Anfang ist der Reifentyp Soft einfach im Vorteil. Da bist du eine halbe Sekunde schneller. Okay, Fixi ist dran. Wir gehen mal ganz kurz nach hinten. Ich glaube, dass Nico... Jan hat Session verlassen. Oh nein. Entweder hat sein Internet abgekackt oder er hat jetzt die Schnauze voll gehabt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe erstes. Aber war jetzt nicht gerade Fixi beim Überholen? Jetzt gerade Kai Ebel gesehen. Ja, ist jetzt am Go. Ja, ja, Jan hat Internetprobleme, denke ich. Ist geghostet. Schade. Gehen wir wieder vor. Nico ist ganz nah dran am Camo. Nicht nur nah dran. Er ist vorbei. Camo auf 3. Zurückgefallen. Unser Pole-Setter, der FBI, jetzt auf 5. Also starkes Debüt hier. UFL-Liga mit der Pole. Die doch
nochmal Fragen auf sich werfen wird, die Pole heute. Erstens, wie er sie geholt hat, quer im Querflug über die Ziellinie reingerutscht und dann 2 Sekunden schneller wie der zweite Mann. Also das ist schon mal eine Ansage gewesen heute. Aber im Rennen jetzt dann doch wieder alles beim Alten. Meine Freunde Pave, Nico, Camo, 4, Marvin auf 4 bestimmen hier das Feld. Gefolgt von unserem neuen Mann FBI. Ja, wird immer schlimmer für McLaren. Heute, ja, manchmal, ich sag's immer so, manchmal hast du Scheiße am Fuß oder hast eben Scheiße am Fuß. Heute ist so ein Tag, da läuft's halt nicht, ne? Manchmal gewinnen eben die anderen. Nico, schnellste Rennrunde, versucht jetzt zu pushen. Die letzten 7 Runden ist nicht im DRS-Fenster, aber ganz knapp. Eine enge Kiste. Nico ist sicherlich auch einer, der das Ding hat zu gewinnen. Und dann kommen wir vielleicht zu einem meiner Lieblingszweikämpfe. Nico gegen Pave. Pave gegen Nico. Das hat immer für Salz in der Suppe zu sorgen. Da geht's rund. Schauen wir mal, ob er sich reinfahren kann noch ins DRS. Ist jetzt drin. Ja, Marvin hat da keine Chance mehr aufs Podium, glaube ich, heute. Ist einfach im Nachteil mit seinen harten Reifen. Und Jan ist jetzt leider letzter. Ausgeschieden. Falkberger 15. Fangen wir so an. Schwarz-Gelb hat das Auto verloren. Einmal DNF. Level Master auch Auto verloren. Jan auf der 16 hat schon 2 Zweikämpfe geführt, die leider nach hinten losgehen. Viele Plätze nach hinten. Dann Falkberg auf 15, Totti auf 14, Fieks auf der 13, Kai Ebel 12, Liebeherr auf der 11, RNQ in den Punkten, auch einen Zweikampf gehabt, auch nach hinten geflogen. Dann sehen wir hier gerade ein Überholmanöver, glaube ich. Ja, genau. Ah, schade, zu spät. Ricciardo geht hier vorbei in LP2. Habe ich noch gesehen, gerade noch zeitlich. Und Ricciardo jetzt mit dem Move gegen Phantom über außen. Ja, das waren jetzt 2 binnen 3 Kurven. Starkes Manöver von unserem Mann Ricciardo. Elpito ist auch noch dran. Eiland zacken. Und Nico ist dran an Pave. Ich schalte gleich vor. Nico hat die Lücke jetzt schließen können. Hat jetzt eine halbe Sekunde aufgeholt. Das waren gerade noch 1,1 Sekunden. Jetzt nur noch 0,4. Jetzt interessiert mich der Zweikampf hier noch schnell, beziehungsweise Dreikampf. Kam hier Elpito nochmal kontern. Und dann gehen wir vor an die Spitze. Fix ist auch dran an Liebe, am Kai Ebel. Okay, Ricciardo wird hier schon angegriffen von Phantom. Kann Phantom hier sich aber nicht durchsetzen. Ricciardo bleibt vor. Oh Mann, das ist da vorne verdammt eng. Wir kommen in die heiße Phase von Silverstone. Es geht um die Wurst, es geht um den Sieg. USL-Zeit. Wer macht's? Pave oder Nico? Nico oder Pave? Ich hoffe, es bleibt heute ohne Crash. Ansonsten wird sich der lachende dritte Camo freuen und den Sieg gerne mitnehmen. Und natürlich Marvin wird sich auch freuen, weil sein direkter Rivale vielleicht abgeschossen wird von Nico, der jetzt angreift, sich daneben setzt und vorbeigeht. Lasst euch Platz, Berührung, das meinte ich. Die zwei schenken sich immer nichts. Ups. Oh, da gibt er den Platz sauber zurück. Okay. Das ist eine starke Geste. Das war also ganz großes Kino, Freunde. Wir waren wieder live dabei. Da hat scheinbar Nico doch gemerkt, das war nicht ganz fair. Ich lasse Pave wieder vor. Also Hut ab, das macht nicht jeder. Jetzt wieder in der besseren Ausgangsposition. Wird sich ihn jetzt krallen. Geht innen rein. Ist schon vorbei.
Okay, trotzdem, Ferrari, die Leistung von Pave, das wäre nochmal, das ist noch nicht durch. Ich glaube, dass der Pave hier nochmal kontern kann. Also, liebe Leute, ich habe jetzt meinen Zweikampf gefunden. Ich bleibe an der Spitze jetzt dran. Ich sehe zwar, El Pito ist an Phantom auch ganz knapp dran, aber ich will es nicht hin und her switchen. Mal gucken, wenn der Abstand hier noch größer wird, schalte ich zurück ins Feld. Ihr könnt auch ruhig mal ein kurzes Update abgeben. Wie gefällt euch das Rennen bisher? Also ich bin begeistert. Waren jetzt schon einige Zweikämpfe dabei, die wir gesehen haben. Ist Spannung von Runde 1 bis Runde 22 jetzt. Ist eine gute Leistung, was die Jungs da abliefern. Unfair Play haben wir auch gesehen. Nico mit einem Überholmanöver, was nicht so ganz sauber war. Platz zurückgegeben. Stark. Ja, die RQ ist an El Pito dran und El Pito an Phantom. Also das Ding da hinten ist auch ganz eng. Und Black Panther jagt auch FBI über die Strecke. Jetzt hat er Compave. Das wird nicht reichen. Frage, wer managt jetzt das ERS noch zusätzlich besser? Wenn Nico mit dem ERS besser klarkommt wie Pave, dann nützt dir auch das DRS gar nicht so viel. Ja, RNQ ist auch ganz knapp dran jetzt hinten an El Pito. Also das ist auch so ein Dreikampf. Ich schalte jetzt doch mal wieder hinter. Interessiert mich jetzt, weil El Pito, wir kommen genau rechtzeitig. El Pito setzt sich da. Oh, El Pito, leichter Schlenker. Jetzt die drei Wahnsinnigen. Da vorne kommt Cops. Boah, IQ. Ist nicht Cops, Entschuldigung, war natürlich eine andere Kurve, macht nichts. Pave ist jetzt wieder an Nico ganz knapp dran. Ich weiß gar nicht, wo ich hinschalten soll. Leute, es ist echt schwierig jetzt. Pave ist da knapp dran, aber ja. Marvin arbeitet sich auch an Camo ran langsam. Vielleicht geht da doch noch was auf Platz 3. 1,7 Sekunden. Ich hab's gesucht. Pave wieder vorbeigegangen. Mit Hilfe des DRS. Oh Mann, ich will nichts beschreien, aber vielleicht war das eine Runde zu früh, dass er da überholt hat. Weil es sind noch jetzt noch 3 Runden zu fahren. Und wenn du jetzt da 2 Runden, wenn ich jetzt an Nico Stelle wäre, würde ich jetzt da 2 Runden lang hinter Pave bleiben. Würde versuchen, einfach ein DRS mich ziehen zu lassen. Würde man ERS aufladen und in der letzten Runde zuschlagen. Jetzt RNQ und El Pito vorbei. Schade, aber jetzt kontert Nico mit mich gleich. Okay. Wir sind natürlich jetzt alle voller Adrenalin und da geht es um die Führung. Aber lasst meine Worte. Oh mein Gott. Ja, er zieht dann doch zurück, Gott sei Dank. Wie ich dir gerade gesagt habe, Pave, wenn du das Ding gewinnen willst, lass dich jetzt einfach ziehen, füll dein ERS auf und in der letzten Runde schnappst du ihn dir. RNQ auch am Phantom vorbei. Also RNQ war dann doch noch auf Platz 8 vorgefahren. Pave über außen, probiert es jetzt nicht. Ich bin zu neugierig, ich weiß, ich soll es nicht machen, aber ich muss jetzt kurz glotzen. Also, wir gehen jetzt mal auf Pave drauf. Und ich muss kurz schauen. Also, Eilandzacken, 90% Telemetrie. Gegenüber 76%. Also die beiden können das ERS sehr wohl managen. Das Ding ist hier echt mega interessant.
Vom Management her des ERS sind sie beide auf gleichem Level. Jetzt heißt es dann irgendwie, musst du dich fahrerisch vorbeisetzen. Also wir haben wieder spannungsgeladenes Rennen. Vorletzte Runde läuft. Pave jagt Nico. Den Zweikampf, der auch schon in dieser Saison in die Hose ging. Ich bin echt heiß. Ich freue mich, dass ich hier das dritte Rennen jetzt kommentiere und immer wieder geile Zweikämpfe habe. Heute mit Spannung Q3 gesehen. Im Regen war dann überraschend der Pose der FBI. Das erlebt man auch nicht alle Tage. Und was mich noch mehr begeistert, wir haben 15 Mann, die zuschauen. Das finde ich toll. Coole Sache. Ja, und für mich geht dann die Nacht auch gleich nach dem Rennen hier, weil wir noch kurz die Interviews machen und dann muss ich in die Haie, weil morgen früh um 3 Uhr klingelt der Wecker. Und leider so einen beschissenen Job, der immer recht bald anfängt. Aber was macht man nicht alles für sein Hobby? UFL kommentieren macht doch Bock. Wir sind in der letzten Runde. Showdown. In der letzten Runde kann hier Pave nochmal kontern. Wer holt sich den Sieg? Und ich glaub's nicht. Marvin ist auch dran am Camo. Es ist unglaublich. Marvin hat auch noch Chancen in der letzten Runde auf das Podium. Da im Hintergrund sieht man ihn. Knapp dran. Ich bleibe jetzt dran. Um Sieg geht's hier. Um den Sieg. Mein Gott. FIFA Master, ja. Nächstes Rennen hoffe ich auch, dass du dabei bist. RMQ, 3 Sekunden. So. Jetzt gibt es dann gleich die letzte Möglichkeit hier. Für Pave. Jetzt hat er. Ich glaube, der holt sich das Ding. Oh. Verliert hier leichtes Auto. Okay. Ich will niemandem was unterstellen, aber das war jetzt ein bisschen. Sei es dahingestellt, ihr habt es gesehen. Ihr wisst meine Gedanken, glaube ich. Ihr könnt sie lesen. Somit haben wir hier, wenn es nicht über die Zeitstrafen geht, ich glaube, die Jungs haben beide keine Zeitstrafen, wenn ich mich nicht täusche. Einmal Rennsieger, lieber Nico, gewinnt Silverstone, gefolgt von Pech. Camo auf der 3. Marvin auf der 4, FBI kommt auch in die letzte Schikane von Silverstone. Holt sich Platz 5, der Pole Setter auf die 5. Gefolgt von Black Panther auf der 6. Und Ricciardo kommt auch noch. Acht ist RNQ, hat sich wieder vorgearbeitet. Aber Zeitstrafen, mal gucken, ob Epito das ausnutzen kann. Nee, es reicht nicht. Selber Zeitstrafen. Liebe Herr, auf der 10. Herzlichen Glückwunsch, das macht mich ganz besonders. Freut mich das. Ja, holt sich den Platz 10. Kai Ebel vor auf die 11. Fix auf die 11. Ist Zeitstrafen frei. Und somit sind wir durch. Liebe Leute, also ich bin begeistert, war ein tolles Rennen. So kann es weitergehen. Jetzt kommt die Frage wieder, welches Rennen haben wir nächste Woche? Ich habe keine Ahnung. Aber wieder einschalten. Am Freitag geht es wieder los. 20:10 Uhr. UFL. Schaut rein. Mir macht Spaß. Vielleicht macht es euch auch Spaß zum Zugucken. Bleibt noch dran, wir machen noch die Interviews. Schauen uns jetzt das Podium an. Hier der Nico feiert mit dem Pave. Und der Camo auf die 3. Sauber. Endergebnis. Heute Großbritannien 1, Nico auf der 2, Pave 3, Camo auf der 4, Marvin 5, FBI 6, Black Panther 7, Ricciardo 8, RNQ 9, Elpito 10, liebe Herr, Fix auf der 11. Kai Ebel auf der 12, Phantom auf der 13, Falkberg auf der 14, Totti auf der 15, Jan auf der 16,
Level Master ausgeschieden mit dem DNF und Schwarz-Gelb auch ausgeschieden mit dem DNF. Somit sind wir durch. Einmal Silverstone erledigt, abhaken. Zum nächsten Rennen sind wir wieder da. Ach ja. Der Nico. Der Pave und der Camo, richtig? Camo war 3, ne? Gut, dann gehen wir mal ins Kino hier. Showroom, wir brauchen ein Auto. Dann laden wir uns doch mal den lieben Nico ein. Einen wunderschönen guten Abend. Dein Audio ist drin? Yes. Okay, meinen Glückwunsch zum Sieg hier, Silverstone. Wie fühlst du dich? Ja, war ein hartes Rennen. Qualifying war ziemlich anstrengend. Mit dem Regen da noch in Q3 am Ende, oder am Anfang eher gesagt, hat eigentlich ja einiges kaputt gemacht. Mir da schon durchaus mehr erhofft mit der Startposition, aber ja, man kann es natürlich nicht ändern. Ist ein bisschen auch Glückssache, wer am besten mit den Bedingungen zurechtkommt. Q2 auch ein paar Probleme mit den Mediums gehabt. Der erste Run war leider in Sektor 3 ein bisschen zu weit rausgekommen. Sehr ungültig und ja, dann, ja, zweite war dann eher ich live gesehen. Und dass die Reifen dann nicht zu sehr kaputt gehen. Ja. Ja, allen einem was ein gutes Qualifying eigentlich für die Bedingungen noch. Ja, nee, also ich hab's noch beschrien, weil ich habe mich noch gesagt im Stream bei Q1, Q2, so ein paar Regentropfen für Q3 wären cool und prompt hat's gepinkelt. Um da ein bisschen Würze reinzukriegen. Ja, das habe ich mir schon gedacht, weil das ist typisch Codemasters, dass die da das mit dem dynamischen Wetter sehr variabel bei dem Spiel. Und somit haben wir einen Fahrer, der neu reinkam heute als Ersatzfahrer, der FBI hat sich die Pole geschnappt. Du wirst im Stream anschauen können, er ist in die letzte Kurve, also übers Ziel geschlittert, er hat das Auto verloren und rutscht ins Ziel rein und holt sich die Pole, also echt urig. Das stellst du mal anschauen. Ich bin ein bisschen verwundert, aber da ein bisschen gerätselt. Ja, ich hab auch gerätselt, ich weiß es nicht. Im Sektor 2, glaube ich, war er noch deutlich hinten und Sektor 3 dann plötzlich auf Pole. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Schaut es euch selber an, ich habe es zum Teil drauf. In dem Sinne, lieber Nico, ich finde, es war heute eine super Leistung. Dir wünsche ich noch einen schönen Abend. Wir sehen uns nächste Woche. Kannst du mir noch sagen, welches Rennen ansteht nächste Woche? China oder Singapur? Aber ich denke eher, es ist Singapur. Ich bin nicht Singapur. Ich also, liebe Zuschauer, Singapur steht an. Ja, ja, kein Thema. Schönen Abend noch. Mach gut. Ja, dir auch. Morgen. So. Dann gehen wir zum Zweitplatzierten. Da brennt mir eine Frage auf der Seele. Beim lieben Pave. Der liebe Pave hat sich sicherlich wieder offline gestellt. Deswegen wird er ganz unten sein. Gefunden. So. Einen wunderschönen guten Abend. Audio ist drin? Guten Abend. Jawohl. Jawohl, ja. Also, meinen herzlichen Glückwunsch zu Platz 2 heute. Von Platz 11 vorgefahren. Super Bombenleistung. Wie fühlst du dich? Danke. Ja, bin zufrieden, ne? Das kann ich mir vorstellen.
Mir brennt eine Frage auf der Seele. Letzte Runde. Die schnellen Esses. Glaubst du, das war ein bisschen Absicht vom Nico, dass er Was? dich da ein bisschen. Also ich hatte den, ich hatte, ich hab mal live drauf auf dir und hatte so kleinen Verdacht, dass er dich da kurz ausgebremst hat. Uff, nee, eigentlich nicht. Ich habe Nein, versucht, war da nichts. Okay. ranzufahren und habe den Fehler gemacht. Der Fehler ging von dir aus. Okay, was Das hätte war ich machen? mein Ja, okay, Fehler, dann ja. habe ich das falsch interpretiert. Alles gut, alles klar. Aber er hat mich jetzt einfach interessiert, brennend. Ich dachte, es war so ein Break-Test vom Nico. Nein, hast selber verloren. Okay. Aber er hat dich auch fair behandelt heute. Das war, einmal ist er, glaube ich, mit dir kollidiert, hat den Platz zurückgegeben, richtig? Ja, habe ich jetzt nicht so erwartet. Eigentlich ist Nico ja, wenn ich das jetzt sagen würde, fliege ich wahrscheinlich aus der Liga. Aber nein, war ein geiler Fight. Hat gefetzt. Ich wusste die ganze Zeit, was er wollte. Wir wollten beide die volle ERS-Batterie für den Schluss. Es war dann Ja. eigentlich nur ein Spielchen bis zum Schluss und ja, ich wusste, worauf es hinausläuft und ja, war spannend auf jeden Fall. War spannend. Nee, also doch auch hoch anzurechnen, Nico, dass er da den Platz zurückgegeben hat, war ich selber begeistert. Fair Play, ganz große Klasse. Und ja, genau, Thema ERS. Ich habe ganz kurz gespitzt, habe mal reingeglotzt und tatsächlich hier beide, du warst bei 90, er bei 76%. Also Wahnsinn. So gut mit dem ERS umzugehen, ist schon klasse Leistung. Und das in der letzten Runde. Ja gut, wir hatten ja davor die ganzen Runden, da sind wir dann auf den Ja, habt ihr euch Geraden das schön teilweise ohne einteilen ERS können, ne? gefahren. Ja. Da wollte Ja. dann der eine den anderen vorbeilassen, um für die letzte Runde dann Ja. die bessere Position zu haben, aber Es naja. lief für dich ganz gut in der Anfangsphase, weil Jan hat den Zwischenfall, RNQ, Marvin hat den Zwischenfall. Das hat ja natürlich auch nur in die Karten gespielt. Aber sei es drum, ich finde es. Super Leistung, trotzdem 11. Platz auf 2 ist immer stark. Letzte Woche schon auch aufs Podium gefahren vom letzten, also Pave, es schaut gut aus. Ja, freut mich. Wötscher, du hast noch ein paar Rennen vor dir, vielleicht ist noch was Genau. möglich. Ich glaube, immer dran glauben, nie aufgeben. In dem Sinne wünsche ich dir einen schönen Abend noch. Ebenfalls. Ciao. Ciao. So, wir laden den letzten ein und dann geht der Papa ins Bett. Den lieben Camo, der hier auch eine starke Leistung abvollzogen hat. Wo ist er denn? Fast hätte die Pole heute gereicht. War dann ganz knapp. Da ist er doch. So. Einen schönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Dein Audio ist drin. Jo, Häkchen ist drin. Yo. Okay, dann mal meinen Glückwunsch zu Platz 3 heute. Auch starke Leistung. Wie fühlst du Vielen dich Dank. jetzt? Auch gut. Ein bisschen, ja. Also Freude ist natürlich schon dabei. Immerhin ist mein erstes Podium jetzt. Ja, nach einer gewissen Abwesenheitszeit. Da bin ich natürlich froh Ja, drüber. leider warst du ein bisschen länger weg. Das glaube ich dir. Für die Pole hat es nicht ganz gereicht. Da hat der FBI mal eine Runde rausgehaut. Den Sektor Unmenschlich. 3, du wirst es dann anschauen können. Man hat es gesehen, ich hatte FBI im Sektor 3 voll drauf. Er ist quer übers Ziel geschlittert. Also So vielleicht muss erklärt das. das plötzlich. Also ein Wahnsinns-Move und somit holt er sich die Pole als Einstand in die eine Liga, ist schon nicht schlecht. Wem Ehre gebührt an der Stelle. Das ist Ja, natürlich ein das Ziel. muss man so hinkriegen. Ja. Nee, also Ja. für dich, wie geht's weiter? Die nächsten Rennen nochmal voll angreifen? Willst du nochmal? Ich denke, Podium ist sicherlich bei dir immer drin, aber für ganz oben, der Schön Angriff wär's. ist sicherlich nochmal Schön da, wär's. oder? Das wäre schon cool nochmal, ne? Es sind noch, Klar. ich glaube, 5 Rennen jetzt. Alles noch möglich, gib nicht auf, bleib dran. Bist ein klasse Fahrer. Danke, danke. Und die Xbox geht auch wieder, Gott sei Dank. Das ist ja Ja. das Martyrium, was dir passieren kann. Ne? Das ist das Schlimmste. Das kann ich Gott sei Dank hast nachvollziehen. du In wieder. dem Sinne, du darfst gerne noch da bleiben. Ich verabschiede mich jetzt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns wieder nächste Woche Sonntag. Nein, Platsch, Freitag, 20:10 Uhr, UFL-Zeit. Einschalten. Hier gibt's was zu sehen. Ich wünsche euch was. In dem Sinne, auf Wiederhören. Auf Wiederhören.